dieses Buch Extremismus, das lese ich mal ganz kurz vor, denn das habe ich natürlich im Buch drin. Und zwar, jeder Zweite hadert mit der Demokratie. Viele Bayern sind mit der Staatsform unzufrieden, trotz wirtschaftlich guter Lage. Viele junge Europäer betrachten die Europäische Union laut einer Umfrage eher distanziert. 52%, also die Hälfte der 16- bis 26-Jährigen, hält demnach die Demokratie für die beste Staatsform. Das sind Bestätigungen aus Umfragen und Untersuchungen, wie sie beispielsweise in SZ oder Frankfurter Allgemeine, im Spiegel und so weiter veröffentlicht wurden. Und dieses Vertrauen, beziehungsweise das Vertrauen in das Schwinden der Demokratie, das ist der Grund, dass man also so etwas schreibt. Das war als offenes Buchprojekt bis jetzt durchgezogen. Das heißt, ich hatte eine Urform vorgestellt mit ein paar Seiten als Ringbuch, dann mit Lesung und Einladung, und es haben sich erstaunlich viele Leute gemeldet, die per Telefon oder E-Mail Tipps gegeben haben, was in so ein Buch rein müsste. Geschrieben hat leider bisher, außer mir natürlich, keiner was, aber trotzdem, es waren sehr viele beteiligt. Die jetzigen Formen sind einmal das normale kleine Buchformat, wobei ich selbst das große einfach wegen vorhandener Zeichnungen und der Lesefreudigkeit hier lieber mag. Und ich werde gleich mal loslegen, denn mit dem Vorwort wird bereits sehr vieles klar. Ich habe es gleich mit der Frage eröffnet, wann wird jemand zum Extremisten, wenn es um Politik geht? Wann werden viele zu Extremisten, indem sie bei der Stimmabgabe für extremistische Parteien eintreten? Kann sich 1933 wiederholen? Warum ist die Demokratie bei fast der Hälfte der Deutschen in Misskredit? Was geschah im real existierenden Sozialismus? Was bleibt von Karl Marx? Brauchen wir eine neue Gesellschaftsform? Und wenn ja, welche? Diese Kernfragen zu erörtern, waren und sind der Grund für mich, dieses Buch zu schreiben. War alles schon mal da? Und wenn ja, was waren die Ursachen? Und gibt es Parallelen zu heute? Für den Schwerpunkt Rechtsextremismus, nämlich Deutschlands dunkelstes Kapitel mit dem Dritten Reich, gibt es diese Parallelen. Sehr anschaulich und beste Satire sind die Zeichnungen und Texte aus dem Simplicissimus der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Sie mit dem Geschehen von heute zu verknüpfen, einen Bezug herzustellen, um einen Lernprozess auszulösen, der das Bewusstsein für die freiheitlich-demokratische Grundordnung schafft, das ist das Gebot der Stunde. Und dazu ist es notwendig, analytische Fragen über das Verhalten des Einzelnen in den diversen Systemen, in denen erstrebenswertes Leben möglich ist, aufzustellen, aufzuwerfen und zu diskutieren. Beispielhaft dafür sind ausgesuchte Artikel, Kommentare und wissenschaftliche Untersuchungen von kompetenten, faktenkundigen Menschen der Medien, die das Gegenteil des Modeworts postfaktisch verkörpern und die ich in Auszügen in besonders geeigneten Fällen gesamt vorstelle. In eher beiläufigen Dingen des Alltags tauchen bei genäherer Betrachtung extreme Ansichten auf, die sich bei großen Entscheidungen als Nährboden für den Extremismus zeigen. Unter dem Stichwort Verhältnismäßigkeit war es nötig, ein ganzes Kapitel damit anzuführen. All das passt zur Komplexität der Wirklichkeit, die ich immer wieder betone und auch im Buch einer scheinbar klaren Ordnung vorziehe. Es ähnelt meinen Erfahrungen, die ich bei Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt habe, wo oft ein Wort das andere gibt, dann eine längere Einlassung mit Hintergrundwissen folgt und auch abrupte Themenwechsel vorkommen. Die wahren Werte tauchen dennoch immer wieder unvermittelt auf und manchmal gilt es, wie im wirklichen Leben, sie zu entdecken. Kleine Beiträge über sinnvollen Sport, der ein echter Kitt in der Stabilität des Einzelnen und der Gesellschaft ist
Und ein Beispiel für Zivilcourage im Alltag habe ich deshalb eingefügt. Wenn es damit gelingt, einen Beitrag zu leisten, um Zweifler und Gegner an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unserer Bundesrepublik vom Gegenteil zu überzeugen und Mitstreiter in ihrem Engagement zu bestätigen, dann rentiert sich diese Publikation. Zum Ende des Buches, als Abschluss, habe ich einfach 10 Gebote für eine starke Demokratie zusammengefasst. Inspiriert wurde ich, wie bei vielen anderen meiner Einlassungen, durch Artikel, zum Beispiel bei diesem von der Sabine Rückert in der Zeit. Erstens, ich lebe die Demokratie mit den Werten, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Zweitens, ich engagiere mich vor Ort in sinnvollen Organisationen, ohne die eine Gemeinschaft nicht möglich ist, zum Beispiel in Vereinen, Verbänden oder einer Partei. Auch nicht organisiertes Engagement für Mensch und auch direktes Engagement für Mensch und Natur ist gefragt. Drittens, ich informiere mich in verschiedenen Medien über die aktuellen Ereignisse in der Gesellschaft. Ich spreche darüber mit anderen, prüfe, analysiere und bewerte erfahrene Tatsachen, Vergleiche oder Zusammenhänge her. Ich beziehe bewährte regionale und überregionale Tages- oder Wochenzeitschriften und unterstütze damit die Pressefreiheit. Fünftens, ich unterstütze die Energiewende und ökologisches Wirtschaften mit Worten und Taten. Sechstens, all mein Engagement stimme ich mit meiner persönlichen Leistungs- und Belastungsfähigkeit ab. Dort, wo ich direkte Verantwortung gegenüber Mitmenschen habe, wie in der Familie, hat der Erziehungs- und Bildungsauftrag Vorrang. Siebtens, ich akzeptiere Mehrheitsentscheidungen generell als Grundprinzip der Demokratie. Untrennbar damit verbunden ist der sinnvolle Kompromiss. Gegenteilige Meinungen lasse ich gelten, gegen gefährliche Haltungen trete ich mit allen legitimen Mitteln an. Immer gilt Kooperation vor Konfrontation. Achtens, Toleranz ist für mich Gebot des Alltags. Neuntens, ich verhalte mich besonders im Straßenverkehr rücksichtsvoll, denn der ist für Gesundheit und Leben viel bedrohlicher als Terrorismus und Amokläufe. Zehntens, ich bin mir bewusst, dass ich selbstbestimmt agieren und entscheiden muss. Schlusssatz, als Hoffnungssymbol sollen die 5 Olympischen Ringe dienen. Sie symbolisieren die Verbundenheit der Menschen aller Kontinente. Mögen sie der Politik besser dienen als dem augenblicklichen Zirkus- und Kommerzsport.